Welches Yoga zum Abnehmen? Es gibt einige empirische Studien, die zeigen, dass Yoga beim Abnehmen hilft. Es gibt einige Studien, die zeigen, wenn Menschen einige Monate lang regelmäßig Yoga üben, dann wiegen sie 3 bis 5 Kilogramm weniger, wenn sie vorher adipös waren, das heißt also einen Body Mass Index von über 30 hatten. Man kann also als gesichert annehmen, ja, Yoga hilft beim Abnehmen. Aber welches Yoga hilft beim Abnehmen und wie hilft Yoga beim Abnehmen? Die wichtigste Wirkung vom Yoga ist, dass es hilft, dass die gesunden Instinkte wieder erwachen. Wenn du Yoga übst, dann entsteht automatisch ein gewisser Wunsch, gesund zu leben und auch Gesundes zu essen. Menschen, die regelmäßig Yoga üben, berichten, dass sie mehr Appetit haben auf gesunde Nahrung, dass sie weniger Appetit haben auf Fettes oder Frittiertes oder zu viel Zubereitetes, der Appetit auf Übersalzenes und so weiter nimmt ab und so wird ganz von selbst eine gesunde Ernährung kommen. Es gibt einen Professor an der Universität in Essen, der hat gesagt, er hätte noch keinen getroffen, der mit Hatha-Yoga begonnen hat und nicht seine Ernährung etwas gesünder gemacht hat. In diesem Sinne, Hatha-Yoga hilft, dass du zu deinen natürlichen Instinkten kommst. Und die natürlichen Instinkte sagen eben nicht, dass du Chips essen müsstest und jede Menge Zuckergetränke und dass du zubereitete Speise, also Tiefkühlkost und so weiter, Fertiggerichte essen solltest, sondern die natürlichen Instinkte sagen, iss mehr Obst, iss Gemüse, iss Salat, iss Frischkost, Vollkorn und so weiter. Und darauf beruht ein großer Teil der Yoga-Wirkung bezüglich Abnehmen. Eine zweite Sache, die Yoga auch macht, Yoga hilft dir auch, mehr Energie zu haben. Hast du mehr Energie, dann kannst du auch andere deiner Vorsätze besser umsetzen. Und viele Menschen, die Yoga üben, die gehen auch sonst mehr spazieren, die nehmen eher Treppen statt Aufzüge, fahren mehr Fahrrad statt mit dem Auto, machen auch kürzere Besorgungen, mehr mit Fahrrad oder zu Fuß. Eine weitere Wirkung von Yoga ist, man fühlt sich einfach besser. Und viele Menschen essen ja aus Frust. Wenn du weniger Frust hast, dann wirst du auch weniger Frustessen haben und dann wirst du auch weniger dick werden. Und dann wirst du auch besser abnehmen können. Zusätzlich verbrennt man natürlich beim Yoga auch ein paar Kalorien. Man könnte sagen, eine Yogastunde verbrennt vermutlich etwa 300 Kalorien mehr, als wenn du kein Yoga machen würdest. Und wenn du jetzt mehrmals die Woche Yoga übst und zum einen einmal die Woche typischerweise in einer Gruppe und dann ansonsten vielleicht noch 3, 4 oder 6 Mal die Woche, so 20 bis 30 Minuten, dann kannst du sagen, alles zusammen hast du dort 600 bis 800 zusätzliche Kalorien. Das mag jetzt nicht viel erscheinen, aber auch das ist zum Beispiel über das Jahr 800 Kalorien jede Woche mal 50 sind 40.000. Das heißt, 5 Kilo nimmst du schon dadurch ab. Und zusätzlich geht es dir besser, du hast mehr Energie und du hast deine natürlichen Instinkte. Jetzt, welches Yoga hilft dort ganz besonders? Da ein großer Teil der Yoga-Wirkung eben über Wohlfühlen, mehr Energie und erwachende Instinkte ist, würde man sagen, das Yoga ist am besten, das dir hilft, dich wohlzufühlen, mehr Energie zu haben und irgendwo mehr zu deinen Instinkten zu kommen. Typischerweise ist es das klassische Hatha-Yoga. Insbesondere sollte das Yoga enthalten Tiefenentspannung, es sollte eine dynamische Übung haben wie den Sonnengruß, sollte Atemübungen haben und statisch gehaltene Yoga-Übungen. Denn gerade die statisch gehaltenen Yoga-Übungen geben ein besseres Körpergefühl. Die Tiefenentspannung führt dazu, dass du ganz loslassen kannst und dann brauchst du auch nicht mehr dich so gestresst zu fühlen. Aber das Hatha-Yoga sollte auch etwas anstrengend sein, also sollte zum Beispiel genügend Sonnengröße enthalten, sollte genügend anstrengende Kraftübungen enthalten. Auf diese Weise verbrennt nämlich Hatha-Yoga auch zusätzliche Kalorien. Also, welches Yoga hilft zum Abnehmen? Das Yoga, das
Atemübungen, Tiefenentspannung, Sonnengruß, Asanas enthält, das Yoga, das eine Mischung hat von entspannenden Übungen und anstrengenden Übungen, aber vor allen Dingen das Yoga, das du gerne machst und das dir Freude bereitet. Ja, mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de und Yoga Vidya hatte übrigens auch schon mal teilgenommen an einer Studie bezüglich Yoga und Abnehmen. Und dort konnte tatsächlich nachgewiesen werden, dass regelmäßige Yoga-Praxis eben 3 bis 5 Kilogramm Abnehmen bewirkt, auch langfristig bei Menschen, die vorher adipös waren. Alle Informationen auch über diese Studie und vieles andere auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.